Der Gameplay-Trailer zum am 20. Juli erscheinenden Die Sims 4 Pferderanch-Erweiterungspack wurde veröffentlicht, welcher mehr Einblicke in die neuen Inhalte des Packs gewährt. Ein kleiner Spoiler, besonders viele sind das leider nicht. Diese Trailer-Analyse startet ein wenig anders als sonst immer. Normalerweise gehe ich den Trailer eines neuen Packs Schritt für Schritt durch und beleuchte ganz genau, welche Inhalte neu sind, welche Details du beim Schauen vielleicht übersehen hast und was rund ums Video noch so geteilt wurde. Das wollte ich auch mit dem frisch erschienenen Gameplay-Trailer machen, welchen ich jetzt dreimal hintereinander ganz genau angeschaut habe, aber so wirklich etwas Neues sieht man hier nicht. Ein erwähnenswertes Detail ist hier definitiv die verschiedenen Preise, die man mit den Pferden erhalten kann. Jedes von diesen hier steht wohl für eine andere Aktivität. Die Pferde in Action zu sehen und die animierten Hindernisse sind auf jeden Fall ganz witzig. Diese haben wir aber ebenfalls schon mal gesehen. So stark wie dieses Pferd hier abbremst, könnte das wirklich gefährlich für den Sim werden. Die Pferde können auch mit den kleinen Tieren und Ziegen interagieren, was total niedlich aussieht. Hier sehen wir auch nochmal ein paar unterschiedliche Pferde-Reiterpärchen, die auch nochmal ganz gut zeigen, wie detailliert die Pferde angemalt werden können. Beachtet hier im Hintergrund auch nochmal die Weinreben, mit denen man ganz bestimmt nicht interagieren können wird. Dafür scheint es aber Spezialrezepte für den Nektar zu geben, wie später im Trailer angedeutet wird. Besonders niedlich ist auch, dass es bunte kleine Schäfchen gibt. Können wir eventuell die Farbe dieser selber beeinflussen? Okay, als ich dieses ein bisschen verwirrte Sims-Kind gesehen habe, musste ich auf jeden Fall lachen. Schäfchen zählen ist wohl ebenfalls ein Teil dieser Erweiterung, was hier wohl ziemlich gut funktioniert hat. Je nach Zutat hat der Nektar auch andere Farben. Das Nektar herstellen ist ja, wie wir bereits wissen, ein neuer Pack-Inhalt. Wenn ihr einen Farmarbeiter anstellen wollt, könnt ihr das am Community-Brett tun. Hier könnt ihr euch auch über Pferde, die zur Adoption oder Verkauf bereitstehen, informieren. Die Pferde können ebenfalls irgendwann sterben, die auch einen eigenen Grabstein haben. Hier seht ihr auch nochmal ein Fohlen, welches mit einem riesigen Ball spielt. Ganz kurz, die Pferderanch-Erweiterung lässt sich für 34,74 € bei Instant Gaming günstiger vorbestellen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Das war es auch schon mit den Details, die ich in diesem Trailer entdeckt habe. Nachdem ich schon vom Gameplay-Trailer des Zusammenwachsen-Erweiterungspack nicht besonders überzeugt war, verhält es sich bei diesem Video ähnlich. Normalerweise zeigt der zweite Vorstellungstrailer haufenweise neue Details, die es im ersten Video nicht zu sehen gab. Ich bin derzeit wirklich unsicher, wie groß die Erweiterung sein wird und ob es wenigstens ein paar kleinere Features gibt, die wir nicht schon im Rahmen der beiden insgesamt 5 Minuten 24 langen Trailern gesehen haben. Nächste Woche am Freitag, den 14. Juli, gibt es noch einen neuen Entwicklerstream, in dem das Pack dann ganz detailliert gezeigt wird. Hoffentlich lässt sich mit diesem meine unerfreuliche Vermutung noch irgendwie abwenden. Und freut ihr euch trotzdem auf die kommende Pferdeerweiterung oder seid ihr leider auch ein wenig enttäuscht wie ich? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.